27, Take 15. Und Action. Oh nein, das wollte ich nicht. Das war doch nur Method Acting. Du hast alles zerstört. Dreamstar-Szene sind zerstört. Der ganze Film ist zerstört. Mein Film. Wie soll ich ohne meinen Film arbeiten? Genau in diesem Augenblick zaubert der Regisseur eine Visitenkarte hervor. Es ist die Visitenkarte vom besten Zahnarzt in Hollywood. Spinnst du? Was machst du denn? Sorry, oh sorry, ich hatte wieder einen Traum von Hollywood. Ich sah ein Set und eine Schlägerei. Diesen Traum wirst du wohl nie los. Dann geh doch nach Hollywood. Das würde ich doch so gern, doch ich brauche so viel Geld. Natürlich braucht man dafür Geld, aber das ist doch gar kein Problem. Im Labor. Dort, wo du als Versuchsratte arbeitest? Erzähl mal. Ich gebe dir eine Telefonnummer. Ruf dort an. Ehrlich? Du bist der beste Freund, den sich ein Träumer nur wünschen kann. Dein Labor findest du in der Karlova-Straße. Er ist mies, gemein, verrückt und sein Name ist Dr. Bus. Oh, das Telefon klingelt und das gerade jetzt, wo ich so gut gespielt habe. Hoffentlich ist es wichtig. Ah, bin ja schon unterwegs. Warum muss dieses Labor nur so ewig lang sein? Hallo? Dr. Carotta hier. Ich bin ein Zahnarzt. Ein Hase. Ein Hase? Sehr gut. Ich würde mich gerne persönlich bei Ihnen vorstellen. Ja, dann kommen Sie morgen um 10 vorbei. Morgen um 10? Ich werde da sein. Na, dann bin ich ja auf Dr. Busch gespannt. Oje, oje, oje. Der Hase. Na, dann folgen Sie mir doch mal. Wir fangen mit einem ersten Test sofort an. Kommen Sie schon, Dr. Carotta. Oh je. Kommen Sie jetzt, oder was? Bin schon unterwegs. Sie werden sich einen ersten Test unterziehen, welcher Ihre Toleranzgrenze aufzeigen wird. Das hört sich aber gefährlich an. Na, so schlimm wird es ja wohl nicht sein. Ich bitte, Platz zu nehmen. Ich muss noch sagen, gut, dass... Gut, dann fangen wir an. Ja, aber ich muss noch sagen... So, Sie bekommen jetzt eine Spritze mit 3 Gramm Delirium. Es kann sein, dass es gleich etwas in Ihrem Kopf kribbelt. Aber machen Sie sich keine Sorgen. So, das war's. Sie fahren jetzt wieder nach Hause und morgen früh rufen Sie mich an. Wenn es Ihnen dann noch gut geht, dann haben Sie den Test bestanden und Sie haben den Job. Ab diesem Zeitpunkt veränderte sich etwas in mir. Geht es mir gut oder geht es mir schlecht? Und wie war's bei Dr. Bus? Ich weiß nicht. Das ist beim ersten Mal normal. Trink dein Bier und alles ist okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Experimente sind nicht ganz gesund. Doch sie sind doch für eine gute Sache, oder? Für die Kosmetikindustrie. Oh, naja. Solange ich reich werde und nach L.A. kann... Aha. Oh Mann, dieses Labor. 300 Quadratmeter hätten auch gereicht. Busch Labor. Hier ist Dr. Carotta. Ich glaube, mir geht es gerade so gut wie noch nie zuvor in meinem Leben.
Oh, das freut mich zu hören. Sie sind engagiert. Wir fangen nächste Woche an. Und vergessen Sie nicht, ich werde Sie extrem gut bezahlen. Extrem gut bezahlen. Bald bin ich reich und mächtig. Schon bald wird sich mir nichts mehr in den Weg stellen und ich werde meinen Traum endlich leben können. Ein Hase, eine schöne Stadt, ein Traum. Ein besessener Wissenschaftler, Dr. Dent Jiří Karote, ist der Laborhase.